Hallo Leute, hier ist wieder der Captain Horsey. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wir kommen jetzt zu einem weiteren Container-Opening mit insgesamt 57 Containern. Darunter haben wir 20 Mega-Weihnachtscontainer. Und ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich besitze nun inzwischen sehr, sehr viele Schiffe. Aber vielleicht ist da doch noch was Nettes dabei, was ich gebrauchen kann. Eigentlich bin ich davon überzeugt. Fangen wir mal direkt an. So, was haben wir hier? Ich glaube, das ist der geschenkte Container von Wargaming. Schauen wir mal rein. Was haben wir da Schönes? 50 Flaggen, Zulu. Okay. Nehmen wir doch gerne mit. Und was haben wir hier? Weiter geht's. Zweimal Typ 59. Alles klar. Ist gebongt. So, was haben wir hier? Royal Navy Container. Ja, hinsichtlich der Sammlung. Union Jack. Okay. Hier haben wir noch einen Royal Navy Container. Da war wieder Sammlung und Flagge. So, was haben wir hier? Ja, nichts Besonderes. Nichts Besonderes, Leute. Sag mal, wie viel habe ich mir denn heute erspielt? So, hier haben wir... Okay. Nehmen wir gerne mit. So, jetzt müsste eigentlich gleich mal der erste Mega-Container kommen. So, was haben wir hier noch? Den üblichen Kram, was man so gebrauchen kann. Oh. Oh. Ein super Container. Was haben wir denn hier? 100-mal Juliet Charlie. Das ist doch nicht schlecht. Keine Explosionsgefahr. Die nehme ich doch gerne mit. Die Dinger kann man immer gebrauchen. So, und noch ein Royal Navy Container. Mit einem Teil einer Sammlung, was wir schon haben. So, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Mega-Weihnachtscontainer. Was haben wir hier Schönes? 12.500 Kohle. Das ist doch ein netter Einstand. Alles klar. Was haben wir hier Schönes? Zack. 2.000 Dublonen. Nehmen wir gerne mit. Was haben wir denn hier? 30 Flaggen, Basilisk, okay, jo. Sind von den Werten jetzt nicht so toll. Und wir haben hier einen Supercontainer. Was haben wir? Oh! Ein Schiff, das ich noch nicht habe. Nett. Was? Oder wie spricht man das aus? Naja, vielleicht wisst ihr es besser als ich. Leichter Kreuzer der Brooklyn-Klasse. Das Schiff habe ich noch nicht. Das ist doch eine nette Überraschung. Prima. Dazu noch ein 10-Punkte-Kapitän. Alles klar. So, jetzt ist er wieder da, der Nikolaus. Was haben wir jetzt? 30-mal Skiller. Von den Werten aber ganz ordentlich. So, weiter geht's. Dam, da, dam, da, dam. Naja, okay, die hatten wir schon mal. Wollen wir mal schauen, ob noch was Spannendes kommt hier. Kohle, 12.500, jawohl. Nett. Weiter geht's. 30-mal roter Drache, Drache. Nicht der rote Drache, der normale Drache. Aber 333% Kapitäns-EP, das ist doch ein Wort, Leute. Die Dinger kann man immer gebrauchen. So, kommt hier vielleicht noch ein Schiff, was ich noch nicht habe? Nein, jetzt kommt erstmal die Neujahrsluftschlange. Aber von den Werten her eine sehr interessante Tarnung. So, was haben wir hier? Meine Güte, schon wieder Kohle. 12.500. Das ist eine ganze Menge.
30 mal Skiller. Keine Ahnung. Haben wir eben schon mal gehabt, aber warum nicht? So, was haben wir hier? 2000 Dublonen. Alles klar, nehmen wir gerne mit. Da ist wieder der Nikolaus. Was haben wir hier Schönes? 2000 Dublonen. Gut. Na? Was haben wir hier? 30 mal die Sküller. Okay. Ich hoffe ja immer noch auf ein Schiff, was ich jetzt nicht habe. Okay. Die ist ja wirklich ganz amtlich. Na Leute, komm. Noch ein Schiff wäre nicht schlecht. Okay. Das sieht nach einem Supercontainer aus. Was haben wir drin? Ach, herrje. Die Nueve de Julio ist aber meines Wissens ein Schwesterschiff der Boas. Also habe ich ja eigentlich jetzt zweimal das gleiche Schiff, ne? Meine ich. Müsste ich nochmal nachlesen. Na gut. Okay. Aber ich nehme es doch gerne mit. So, was haben wir hier? 5-mal Mosaiktarnung. Ja, die ist natürlich heftig. 400% EP-Gefecht. So, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich? Habt ihr mitgezählt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich nehme mich auch nicht. So, was haben wir hier? 2000 Dublonen. Okay. Ja, also bis jetzt halten wir fest, zwei Schiffe haben wir. Die ja quasi Schwesterschiffe sind. So, Neujahrsluftschlange. Jawohl. Was haben wir noch? Ah, jetzt kommen die Standardcontainer. Also wir sind mit den Megacontainern anscheinend schon durch. Dann schauen wir uns die eben nochmal an, die übrigen. Ich weiß auch ehrlich gesagt im Moment nicht, was da noch ist. Neben Standardcontainern, aber wir schauen mal kurz. So, was haben wir hier? Den üblichen Kram, Überwachungsradar, Hotel Yankee. Ja, eine Flagge, die man meines Erachtens so gut wie nie braucht. Aber gut. So, das sieht nach einem Standardcontainer aus. 400 Kohle. Aufklärungsflugzeug, okay. Weiter geht's. So, na, das ist doch schon ganz ordentlich. 100.000 Credits. Typ 5 Tarnung. Naja gut, darauf hätte ich verzichten können. Duplikat, Dynamit. Naja. Erkennungsmarke. So, was haben wir hier? Wieder Kohle. Zulu Hotel, freie EP. Okay. Weiter geht's. 400 Kohle, okay. Dum, 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 dum. Jo, 100.000 Credits. Zulu Hotel, okay. Gerne doch. So, was haben wir hier? Jo, die kann man immer gebrauchen. Für die Sekundärbatterie. Da wird sich meine Massachusetts oder die Tirpitz freuen. So, was haben wir hier? Ach, gucke mal. Hier haben wir noch einen Black Friday Container dazwischen. Ja, zwei Tarnungen Typ 59. Okay. Nehmen wir mit. Da haben wir noch einen. Black Friday. Jo, und nochmal das gleiche. So, was haben wir denn hier? So, nichts Besonderes. So, schauen wir mal. Kohle, freie EP. Okay. November Foxtrot.
Juliette Charlie. Meine Güte, ich glaube, so viele hatte ich jetzt noch nie. Da habe ich jetzt ja dann über 100 Stück von. Also das finde ich wirklich klasse, muss ich sagen. So. Dum, da, dum, da, dum. Kosten der Schiffswartung nach dem Gefecht. -10%. Okay. So, was haben wir denn hier? Ich mache Geschwindigkeitstest. Sierra Mike. Weiter geht's. Okay, nichts Besonderes. Ach, gucke mal an. Da hat sich noch ein Royal Navy Container dazwischen gemogelt. So, Drache, Union Jack, okay. Alles klar. Und noch einer. So. Ja, die ist gut. Union Jack, okay. Ja, Leute, so langsam nähern wir uns auch dem Ende dieses Container-Openings. Gut, ich habe immerhin zwei Schiffe bekommen, die ich noch nicht habe, auch wenn es praktisch die gleichen sind. Aber schaue ich mir einfach mal an, werde mit denen mal eine Runde drehen. Gucken wir einfach mal. Und wie gesagt, man sollte sich darüber im Klaren sein, bevor man sich die Container kauft. Es ist einfach Glückssache. Ja, man kann einen guten Fang sozusagen machen, man kann aber auch Sachen bekommen, die einen möglicherweise enttäuschen oder nicht so gut schmecken. Dessen sollte man sich wirklich bewusst sein. So, hier haben wir wieder Duplikat der Sammlung. Royal Navy. Nochmal Duplikat der Sammlung. Ich glaube, da habe ich ja sowieso alles komplett, ne? Meine ich. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Müsste ich nachschauen. So, 400 Kohle. Blum, blum, blum. Können wir denn jetzt, wenn ich hier nochmal mache, vielleicht haben wir noch eine Chance auf dem Supercontainer. Gucken wir mal. Sieht nicht danach aus. Mal sehen, da wird jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes drin sein, ne? Naja, 75.000 Credits. Wisst ihr was, Leute, wir machen das einfach nochmal. Aber kein Supercontainer. Schauen wir mal rein, was haben wir Schönes? Ja, viermal Zulu Hotel, das ist natürlich ein bisschen mager, ne? So, das ist der übliche Inhalt. Kohle, immer gern genommen. Royal Navy Container haben wir hier noch. Duplikat, Skiller, wie auch immer. Union Jack, okay. So, und jetzt sind wir wirklich gleich am Schluss. Ja, Drache. Okay. So, jetzt kommt der letzte, Leute. Ein Royal Navy Container. Jo. Alles klar. Ja, das war's mit diesem Container Opening. Und ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja gut, der Inhalt war jetzt vom Grunde her, sind es ja alles Sachen, die man gut gebrauchen kann. Die zwei Schiffe, die ja nun fast ähnlich oder identisch sind, ja, war jetzt nicht so berauschend. Aber ich werde mit Sicherheit beiden mal eine Runde drehen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Captain Horsey. Macht es gut, Leute. Ciao, ciao.